Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und mit einer kleinen Neuigkeit, und zwar gibt es momentan einen Bug im Dokkan Battle, im Globalen. Ihr könnt jetzt schon die farmbare SA von Vegito farmen, vom zukünftigen LR Vegito. Denn heute ist die Stage von Super Vegito online und auf Stage 1 droppt jetzt schon der farmbare Strength Vegito. Ihr könnt das aus diesem Bild hier nehmen, Shoutout an Dokkan Reddit. Natürlich ist das Ganze verbuggt. Denn eigentlich sollte es ihn gar nicht geben. Eigentlich sollte er nicht aus der Stage droppen. Aber solange dieser Bug online ist, Leute, ich versuche die News so schnell wie möglich rauszuhauen. Nutzt das aus. Holt euch direkt, er gibt 50%, 50% auf die SA vom SSR Vegito, vom zukünftigen LR Vegito. Deswegen nutzt das aus, farmt so viel ihr könnt und versucht die SA direkt hoch zu pushen auf SA 10. Ist ein bisschen witzig, also ist zum ersten Mal passiert, heißt, sie könnten das wirklich sehr schnell beheben, deswegen versuche ich das Ganze schnell zu machen. Living Ichigo Shoutout an ihn, hat das auch gepostet, er hat es auch getestet, wie gesehen. Ich habe es auch getestet, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber bei mir ist er auch gerade gedroppt, ihr seht es. Deswegen, mein Rat an euch, Seal auch, Shoutout an ihn, hat es auch gesagt, ihr könnt ihn jetzt schon benutzen, um die Essay vom LR Vegito Strength auf der SR-Stufe um 50%ige Chance, mit einer 50%igen Chance zu erhöhen. Ich weiß, was das heißen soll. Vielleicht, dass vielleicht Super Vegito als nächstes kommt. Das ist Spekulation, darum geht es nicht. Das ist ein anderes Thema. Nur damit ihr da Bescheid ist, es ist momentan ein Bug im globalen Dokkan Battle. Nutzt diesen aus, solange er online ist, Leute. Und genau, dann wünsche ich euch schönes Farmen und hoffe, ihr könnt die Super Attack direkt auf SA 10 bringen. Macht's gut, peace.